Aloha, Namaste. Schön, dass du mit mir das Leben weiterhin feiern möchtest. Ja, das ist so wichtig, dass du es wirklich genießen kannst, das Leben, was du lebst. Egal, was für Umstände da draußen sind, in dir das Leben genießen. Ja, dazu lade ich dich jetzt herzlich ein. Und ja, anschließend machen wir einen Ausflug in die Yoga-Welt. Mit 2 Minuten Atmen, bewusstes Atmen, mit 2 Minuten, ja, in irgendeiner Form Lachen. Heute lachen wir auf dem Vokal U. Das könnte herausfordernd werden. Okay, und dann gehen wir in die Stille für 2 Minuten. Wäre das nicht toll? Ja, und schneller Blick in den Kalender für die kuriosen Feiertage, weil die könnten uns ja auch helfen, so ein bisschen in gute Stimmung zu kommen. Naja gut, der erste Vorschlag, wenn du jetzt nicht gerade Stadtplaner bist, dann sagst du, was soll denn der Vorschlag? Der Tag der Stadtplaner. Danke, nein. Danke, nein. Ach, oh, noch was, der Tag der Putzfrau. Oh, nee, ich habe keine Putzfrau, ich muss es selber machen. Oh, nee, das will ich jetzt gar nicht feiern. Aber wenn ich jetzt Kaffeeliebhaber wäre, dann ja, ein Cappuccino, der Tag des Cappuccinos. Oh, also den Duft, den habe ich doch manchmal noch gerne, obwohl ich ja keinen Kaffee mehr mag. Ich habe es immer wieder mal ausprobiert, aber merke, das ist nicht so meins. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Aber ja, denn heute ist der Tag der genügend Zeit haben. Oder vielleicht genügend Zeit sich selber einräumen, das wäre ja vielleicht auch ein Ding, dass du genügend Zeit für dich einräumst. Und indem du jetzt hier dabei bist, machst du das ja. Du machst etwas für mich, für dich selber. Und ja, das finde ich toll. Also genügend Zeit. Und ja, manche haben an jedem Tag genügend Zeit. Heute ist, wo ich das aufnehme, zum Glück Freitag. Und da sind die meisten dann doch eher zu Hause oder haben eher Freizeit und können was unternehmen. Ups, ein Schluck auf. Mal gucken, ob der beim Atmen gleich weggeht. Ja, jetzt lade ich dich ein, von all den äußeren Umständen dich loszulösen und nach innen zu gehen und bewusst einmal zu atmen. Nämlich ein- und auszuatmen auf eine bestimmte Form, nämlich so wie ein Blasebalg. Vielleicht kennst du den Blasebalg, dass der heftig einatmet und dann ausatmen. Ich habe es jetzt mit dem Mund vorgemacht. Du kannst es durch die Nase machen oder eben durch den Mund. Ich mache es jetzt mal durch den Mund vor, sodass du das besser mitbekommst. Aber bitte, bitte, mach es in deinem Tempo. Ich mache es mal schneller, mal langsamer und du kannst entscheiden, welches Tempo für dich gut ist. Also. Thank you.
Super. 2 Minuten bewusst tief ein- und ausgeatmet. Toll. Und jetzt auf U lachen. Denke dran, hole erst einmal tief Luft. Entspanne dich, schließe die Augen und suche deinen Raum der Stille auf. Ja, und dann bleib entweder in der Stille oder ja, komm ganz entspannt zurück hierhin, öffne die Augen und du merkst vielleicht jetzt schon, was das machen kann mit dir, was das auslösen kann. Zum Beispiel habe ich ein Video vorher gemacht und da habe ich das Lachen ganz vergessen, weil ich so intensiv geatmet habe, dass da Leere war, dass da absolute Leere war und ich zufrieden war mit mir. Und vielleicht hast du es jetzt auch gemerkt heute,
jetzt dann nach dem intensiven Lachen, da ist nichts da oben. Da kommt erstmal kein Gedanke, da ist Stille. Als wenn du schon im Raum der Stille wärst. Aber ich empfehle dir, ruhig in den Raum der Stille zu gehen. Weil da merkst du, dass du wirklich in Frieden mit dir bist. Dass alles okay ist, so wie es gerade ist. Und das, ja, macht mich ein wenig glücklicher. Und ja, du hast jetzt gesehen, mit ein wenig Zeitaufwand kannst du etwas für dich tun. Und ja, und dazu lade ich dich auch morgen wieder ein, denn ich möchte jetzt jeden Tag hier ein Video mit dir gemeinsam machen, sodass du die Chance hast, jeden Tag, wirklich jeden Tag zu feiern und etwas wirklich von deinem Leben zu haben. Ich wünsche dir noch viele, viele schöne Momente an dem heutigen Tag. Sage Namaste, danke, dass du mitgemacht hast und ja, fühl dich geliebt. Bis dann.